Ja, hi Freunde, ich habe heute für euch ein kleines Unboxing. Der Karton ist jetzt an der Stelle schon geöffnet. Wir fangen direkt an. Es handelt sich um Polenböller. Ich werde das Video in zwei Teile aufsplitten. Der eine Part erscheint an den Tag heute jetzt hier irgendwann, wenn es online kommt. Und der nächste Part erscheint ein paar Tage später oder vielleicht auch am nächsten Tag schon. Mal sehen, wie die Resonanz ist. Wir haben hier zu Beginn den Nova Bomb Explode 35G in der Kategorie F3. Mit insgesamt einer NEM von, na, jetzt will das Licht nicht so ganz hier, 42 Gramm, genau. Kommen wir gleich zum nächsten Artikel. Die sehen alle irgendwie gleich aus, aber es sind unterschiedliche. Den No One oder Number One 35G hat eine NEM von ebenfalls 42 Gramm in der Kategorie F3. Dann haben wir hier den Exploder 28G mit einer NEM von 33,6 Gramm in der Kategorie F3 wieder mal. Dann kommt der Mega Explosion 28G in der Kategorie F3 mit 33,6 Gramm wieder. Anschließend haben wir wieder einen Kategorie F3 Artikel mit einer NEM von 42 Gramm. Das ist der Max Hazards, upsie, oder Max Hazards. Ich denke aber eher Max Hazards. Dann kommen wir zum letzten dieser großen Böller. Ist in dem Fall der C4 Nitro 35G mit einer NEM und einer Zulassung von 42 Gramm in der Kategorie 3. Ja, dann stellen wir mal hier zwischenfarblich, fast ist dann etwas besser. Was mache ich als nächstes? 10er, 20 Stück Trueno. Habe ich auch schon aufgemacht. Ich habe eben schon Unboxing gemacht, aber es hat mir nicht so gefallen. Ja. 2 Gramm NEM pro Böllerchen. Sehen ganz cool aus. In der Kategorie P1, also das ganze Jahr über zündbar. Wenn ihr sagt, ihr wollt ein Video drehen, dann ist das ein Grund, um die zu zünden. Steht sogar wirklich dabei, wenn ihr es googelt. Dann haben wir den 10er Colorbang, 20 Stück. Ebenfalls in der P1-Zulassung mit 30 Gramm. Die Toyano hatten übrigens 40 Gramm. Jetzt kommt ein weiterer 10er-Artikel und der letzte von 10er. Den Wet Salute. 20 Stück enthalten. Ja, haben wir hier eine NEM von 50 Gramm in der Kategorie P1. Wenn es jetzt piept, meine Mäuse, die streiten sich mal wieder ums Essen, obwohl sie eigentlich genug haben. Kommen wir zum Artikel Bomb. Eine Packung, 20 Stück. Eine NEM von 10 Gramm circa in der F3-Zulassung, warum auch immer. 10 Gramm auf 20 Stück ist ein halbes Gramm pro Böller. Sollte jetzt nicht so gefährlich sein, dass sie in F3 sein müssten, meiner Meinung nach. Dann haben wir C4, die große Version, die PXP309 in der Kategorie F3 mit circa, ja, 40 Gramm, 20 mal 1,9 Gramm NEM. So sehen sie von vorn aus, wie ein bisschen die FP3. Dann haben wir hier 60 Gramm NEM bei dem P2000. F3-Zulassung, die sehen so aus. Die Artikel kenne ich alle selber noch gar nicht, muss ich dazu sagen. Habe ich einfach mal bestellt bei, ja, ich würde einfach sagen, Ultrastore oder Ultrashop, wie heißt der? Ultrashop.com, genau. Hab da auch schon mehrmals bestellt. Das ist jetzt aber das erste Unboxing, was ich mache, weil ich ja jetzt erst im Jahr 2020 angefangen habe mit Feuerwerk-Videos. Letztes haben wir auch schon 2021, aber 48 Gramm NEM in der Kategorie F3 wahrscheinlich. Ja, F3. Das sind die Hammer H2. Ja, kann ich Ihnen nochmal von der Seite zeigen. Genau. Hier ist es ein bisschen dreckig. Ja, ich weiß, ich habe umgeräumt. Haben wir Viper 1 oder Viper 1, 10 Gramm NEM circa, 20 Böllerchen von Classic. 120 Dezibel auf 15 Meter Entfernung. Ja, kann ich mir nicht vorstellen bei so wenig NEM. Dann kommen wir zum Achtung. Sind verpackt wie die FP3. 5 Stück in einem Päckchen. 20 Stück enthalten. F3 Zulassung 48 Gramm. Ob die CE-Nummern da original drauf sind oder ob die einfach irgendwie ausgedacht sind oder sonst was, kann ich nichts so zu sagen, weil ich da keine Ahnung von habe, was die da abgezogen haben. Dann haben wir hier, die Packung fällt schon fast auseinander, F3-Zulassung, insgesamt 20 Gramm NEM, das ist der Bomb. Was das 120 heißen soll, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, ich würde es euch gern sagen.
Dann kommen wir zum Dumbum, der aus irgendwo zweimal drin ist, obwohl ich den nur einmal bestellt habe. Okay. 110 Gramm NEM auf 20 Stück. Ja. Und, ah ne, Moment. Hier haben wir, okay, 50 Gramm. Aber gleiche Dings. Und hier heißen sie Dumbum und hier Dumbum Mittel. Aber auf beiden steht Dumbum Mittel drauf. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Und das Gewicht ist das gleiche. Also keine Ahnung, was ich da jetzt bekommen habe. Mal sehen. Dann haben wir Bad Bulldog. 20 Stück. F3 Zulassung. Warum auch immer. Bei einem halben Gramm NEM wieder pro Böller. Musik.